Und das ist übrigens auch so ein Ding, was mir aufgefallen ist. Es gibt natürlich auf YouTube ganz viele Rechtschreib-Nazis, ne? Wenn du da einen Schreibfehler machst oder wird argumentiert mit, ey, du kannst ja gar nicht richtig schreiben. Lern das mal, bevor du hier und so. Huch. Huch. Naja, die machen ja tagsüber eh nichts, die Endermen. Naja. Auf jeden Fall, da gibt es ja ganz viele Rechtschreib-Nazis auf YouTube und bestimmt auch überall anders, auf Facebook, tralala. Das ist wahrscheinlich kein YouTube-Phänomen, sondern einfach so ein Internet-Phänomen, dass Leute, die wenig Argumente haben, versuchen, es über die Rechtschreibtour zu bringen. Oder wenn man sonst irgendwie nicht wenn man wenig dagegen zu setzen hat gegen irgendwas. Es sei denn natürlich, die Rechtschreibung ist wirklich katastrophal, aber genau darauf wollte ich gerade hinaus. Es wird sich sehr viel bequemt inzwischen, ist mir mal so aufgefallen. Lese-Rechtschreibschwäche? Nee, wie heißt das Scheißding? Ich weiß es gar nicht mehr. Auf jeden Fall, ich habe Rechtschreibschwäche. Ist natürlich eine super bequeme Ausrede, aber ist natürlich meistens wirklich nur eine Ausrede. Also ich glaube, dass es gibt keine häufiger gebrauchte Ausrede heutzutage als diese Lernschwäche oder so eine Rechtschreibschwäche, die letzten Endes nicht auf eine Rechtschreibschwäche zurückzuführen ist, sondern eher auf, ja, Bequemlichkeit, sage ich mal. Mist. Komm schon, ich krieg dich. Ja, aber leider keine Enderperle. Naja, egal. Auf jeden Fall, von vielen wird das nur als Ausrede eingesetzt. Wobei man dann wahrscheinlich trotzdem selber davon überzeugt ist, gerade als junger Mensch, dass man unter dieser furchtbaren Krankheit leidet. Aber eigentlich steckt doch meistens eher was anderes dahinter. Und, naja. Ausreden sind ja ein sehr probates Mittel, sage ich mal, vor allen Dingen in der Jugend. Aber gerade bei der Rechtschreibung. Viele sagen ja auch, Rechtschreibung im Internet ist gar nicht wichtig. Oh doch, und wie sie das ist, nämlich so präsentiert ihr euch im Internet vor der ganzen Welt. Gerade da ist Rechtschreibung wichtig. Wenn ihr euch selber ins Poesiealbum schreibt, dann könnt ihr vor Rechtschreibung nur so trotzen, das interessiert niemanden. Aber gerade im Internet solltet ihr darauf achten, dass ihr die richtige Rechtschreibung verwendet und lernt. Und gerade das ist eine super Gelegenheit, das auch fürs Leben zu lernen, weil ihr werdet das im Leben brauchen, wenn ihr nicht irgendwo als Arschmann versauern wollt. Hauptberuflich Arschmann oder hauptberuflich irgendwie Wumbo im Heidepark Walsrode, da braucht man keine Rechtschreibung, klar. Aber wenn ihr zum Beispiel irgendwas im Leben erreichen wollt oder ihr wollt gerne aufsteigen im Beruf oder sonst irgendwas, dann ist Rechtschreibung einfach der Grundsatz. Nicht Mathematik ist es, nicht irgendwas anderes ist es, sondern es ist einfach, huch, ich kann nichts mehr tragen. Die gute alte Rechtschreibung. Pass mal auf, ich mach das mal so. Zack. Dann kann ich ja zumindest noch ein bisschen aufsammeln. Also Rechtschreibung ist wirklich das A und O und jeder sollte die Rechtschreibung zumindest in seiner eigenen Muttersprache beherrschen. Es ist nicht so, dass die Amerikaner da wesentlich besser wären. Viele deutsche Schüler haben eine bessere Rechtschreibung im Englischen als zum Beispiel Amerikaner oder Engländer. Weil das ist irgendwie, ich weiß nicht, so eine Gewohnheit, dieses schludrige Internetschreiben, so mit kleinen Buchstaben oder Scheiß drauf, ob ich einen Fehler mache. Aber so gerade dieses Scheiß drauf, ob ich einen Fehler mache, das sagt viel über die eigene Mentalität aus. Vor allen Dingen im Berufsleben, da kannst du nicht drauf scheißen, wenn du einen Fehler machst. Und natürlich gibt es viele, die sagen, ach, ist mir egal, ich werde sowieso reich und berühmt oder ich werde sowieso ganz toll, ich werde Topmanager oder sonst irgendwas. Aber bevor man das erreicht, ein gesundes Selbstbewusstsein ist natürlich gut. Jeder von uns hat damals gesagt, ach, ich werde einfach reich. Aber da hinzukommen ist ein weiter, weiter, weiter mühsamer Weg voller Selbstaufopferung und Lernkurven. Das fällt einem leider nicht so in den Schoß, wie es das zu Hause immer tut mit allem anderen. Muss man einfach mal so sagen. Das ist leider das bemängle ich übrigens am deutschen Schulsystem, möchte ich ganz kurz nochmal anmerken. Das habe ich damals bemängelt, ich bemängle es noch heute. Es wird einem viel beigebracht, Rechtschreibung zum Beispiel, wenn man nicht zufällig gerade eine Schwäche dafür hat. es wird einem viel beigebracht, was einem aber nicht beigebracht wird. Und das hat mich echt angekotzt. Das ist wirklich die Vorbereitung auf das Leben da draußen. Ne, hier zum Beispiel Steuerformulare ausfüllen. So eine Geschichten.
oder bei welchen Behörden man wie, was, wo regeln muss und kann und soll. Nicht nur irgendwie beim Arbeitsamt einen Job suchen, sondern wo muss ich mich anmelden, wo muss ich mich ummelden. Führerschein, Vorbereitung, pipapo, alles, was so zum Leben gehört, das ist doch... Es heißt doch nicht für die Schule, sondern fürs Leben lernen wir. Aber was lernen wir denn fürs Leben? Ganz ehrlich, den meisten, also aus meiner Situation heraus, den meisten Rotz, den ich in der Schule gelernt habe, den habe ich nie wieder gebraucht. Das wusste ich aber damals schon, weil ich ja auch schon wusste, in welche Richtung ich gehen will. Das wusste ich ja relativ früh, aber trotzdem schlimm genug, dass sich das dann bewahrheitet hat, möchte ich mal sagen. Und das heißt natürlich nicht, dass das, was man in der Schule lernt, schlecht ist. Das Problem ist ja auch, gerade heutzutage haben viele das Problem, es gibt so ein Überangebot. Früher war es so im Krieg oder sowas, also nach dem Krieg, da musste jeder mit anpacken, da wurde aufgebaut, da wurde sich ans Förderband gestellt. Da gab es diese ganze Auswahl wie heute noch nicht, da wurde man in einen Beruf hineingedrängt. Heute kann ja jeder alles machen, theoretisch, wenn er sich denn sehr bemüht darum. Aber das Problem liegt darin, dass es jetzt zu viel Auswahl gibt, dass man sich nicht wirklich entscheiden kann. Wenn ich jetzt das eine mache, sagen wir mal, ich lerne Schauspieler, ne, jetzt mal so als Beispiel, oder ich lerne irgendwie Sounddesigner, Sounddesigner ist gut. Ich lerne Sounddesigner, interessiere mich aber sehr für Fotografie. Gerade mediale Berufe, da ist ja die Unentschlossenheit immer sehr groß. Plötzlich Fotograf. Nee, also auf jeden Fall, man hat das Gefühl, wenn man das eine macht, hat man irgendwann das Gefühl, das andere zu verpassen. Und dann wird man doch lieber das andere machen. Und das könnte ich ja eigentlich auch. Und das macht mir ja auch Spaß. Und dann stellt man aber fest immer, dass ja trotzdem immer Arbeit dahinter steckt und ein Soll, das man erfüllen muss, um irgendwie damit auch mal Geld zu verdienen oder sowas. Oder auch jeden Tag in die Firma zu gehen, 8 Stunden lang. Das ist ja auch... viele Schüler denken zum Beispiel, dass Schule das Schlimmste der Welt ist. Und wünschten sich, sie würden zur Arbeit gehen können. Was sich dann sehr schnell ändert, wenn man erstmal, sag ich mal, im Anfangszeit ist die zur Arbeit gehen noch sehr aufregend. Oder zur Ausbildung halt, aber das lässt dann ja auch sehr schnell nach. Wenn so das Neue weg ist und man sich dann, und man irgendwie merkt, scheiße, die schönen Jahre sind ja doch vorbei. Ne, wo du noch am Schulhof mit den Leuten rumgehangen hast, auf dem Pausenhof und so weiter. Das ist dann ja alles ein bisschen weg. Das fehlt einem dann natürlich. Dann hängt man mit Kollegen rum und kann sich aber größtenteils, man unterhält sich dann ja eigentlich auch nur noch über die Arbeit. Da ist es wichtig, das ist sowieso wichtig, dass man sich eine Arbeit sucht nach Möglichkeit, wenn man nicht gerade unbedingt eine Arbeit suchen muss, nur um Geld zu verdienen. Nach Möglichkeit muss man sich eine Arbeit suchen, die Spaß macht und man muss sich halt immer wirklich sehr reinknien. Das ist wichtig, man muss sich ja irgendwie von anderen abheben. Das ist in der Gesellschaft heute sowieso so, dass man sich immer abheben muss. Immer. Man muss immer irgendwie top sein. Topmann. Topfrau. Aber ich glaube, das war schon immer so, oder? Ich weiß es gar nicht. Ich habe ja leider nicht zu anderen Zeiten gelebt. Ich kenne mich da ja nicht so aus, wie das zu anderen Zeiten war. Aber so oder so ist es ein Kampf. Vor allen Dingen Selbstständigkeit ist ein Kampf. Da muss man immer strugglen. Da muss man aber auch Bock drauf haben, das zu machen. Und man kann sich sicher sein, dass man auf jeden Fall mehr arbeiten muss als in der Schule. Vor allen Dingen, wenn der Chef da genau hinguckt. Oder vor allen Dingen, wenn man für sich selbst arbeitet, dann ist man für sich selbst komplett verantwortlich. In der Schule kommt man damit durch, nichts zu tun. In der Selbstständigkeit bist du damit komplett am Arsch, sage ich mal. Kannst du gleich harzen gehen, wie es so schön heißt. Ja, so ist das jedenfalls. Das Leben ist kein Zuckerschlecken, weißt du? So, pass auf, dann mache ich das hier nochmal so. Mann, wie viel Sand ich hier... Ich rede aber auch gerade wieder so viel, aber ist leider wirklich wahr. Und was ich eigentlich sagen wollte, ist, dass es schade ist, dass man in der Schule nicht wirklich so aufs Leben vorbereitet wird. Das wollte ich damit sagen. Man lernt eine Menge, aber im Endeffekt steht man dann doch erstmal ratlos und völlig überfordert da. Und mit ein bisschen Glück, da müssen einem natürlich die Eltern dann helfen. Aber gerade wenn man da anfängt, in die Arbeit durchzustarten, möchte man das Ganze ja ein bisschen auch selber schaffen. Man möchte ja auch selber beweisen, dass man es drauf hat. Man möchte ja auch ausziehen und sowas. Ich weiß ja nicht, wie es bei einigen von euch damals war, als ihr so von der Schule ins Arbeitsleben gestartet seid.
Ob ihr da ebenso überfordert wart wie ich damals. Ich weiß gar nicht, wie überfordert war ich denn? Ich habe erstmal eine Ausbildung gemacht. Boah, und die fand ich schrecklich. Meine Ausbildung war... Doch, meine Ausbildung waren eigentlich verschenkte 2,5 Jahre, möchte ich sagen. Ich habe eigentlich... Boah, ich habe die auch gar nicht ernst genommen. Da war ich ein Katastrophen-Azubi eigentlich. Hab zwar viel gemacht, im Endeffekt, aber auch viel neben der Zeit gemacht. Und damals schon, also mein Biorhythmus war immer schon so scheiße wie heute. Scheiße, aua. Ich habe auch damals schon in der Ausbildung... Eigentlich muss man als Azubi ja pünktlich vor Mathe stehen, aber ich war so ein Katastrophen-Azubi. Ich stand meistens erst... Ich weiß gar nicht. Boah, muss ich überhaupt mal erzählen? Boah, mein erster... Ich habe ja gewechselt. Meine Ausbildungsstätte habe ich gewechselt, weil ich war ja Azubi in Richtung... Was, wie hieß das nochmal? Blablabla, Fachinformatiker, Fachrichtung Softwareentwicklung. So hieß das damals. Im Grunde genommen blablabla. Also gelernt hat man da nicht wirklich was. In meiner ersten Ausbildungsstätte... Ach du Scheiße, leck mich doch am Arsch. Nö, mach ich jetzt nicht, ich gehe jetzt pennen. Scheiße, das darf doch nicht wahr sein. Na super, ich hoffe, die spawnen jetzt hier nicht alle im Schlafzimmer. Hätte ich bloß nichts gesagt. Ja, geht weg. Lasst mich, ja, Alter, lasst mich in Ruhe. Auf jeden Fall in meiner ersten... Nein, fress mich nicht! Auf jeden Fall in meiner ersten Ausbildungsstätte, das war so schrecklich. Das war so ein mittelständischer Betrieb. Namen verrate ich natürlich nicht, ich glaube, den kennt eh niemand. Das bringt also gar nichts. Ich bringe mal die Sachen auch ins Lagerhaus nebenbei. Da war es jedenfalls so, da der hatte so einen Betrieb für Industriefarben, die realistisch irgendwie darzustellen, hat dann auch so ein Photoshop-Plugin entwickelt, was irgendwie ganz toll sein sollte. Und im Grunde genommen, das habe ich natürlich nie so gesagt. Ich glaube, er wird das Let's Play auch nicht gucken, der Chef von damals. Nein, lass mich weg. So, auf jeden Fall, im Grunde genommen war das Plugin voll für den Arsch, was der da entwickelt hat. Das hat so die Bilderfarben angepasst von irgendwelchen Wandfarben oder Fotos oder bla bla bla. Dann konnte man da realistisch, mit angeblich realistischer oder drucknaher Farbe, konnte man da übermalen. Bla bla bla. Aber im Grunde genommen war es nichts anderes. Also ich sollte die Webseite damals für das Unternehmen machen, da hatte ich so ein Händchen für. Für viele Unternehmen sollte ich die Webseite machen. Jedenfalls, alter Schwede. Das war... Ach Gott, das war dann jedenfalls so. Ich hoffe, ich kann dir noch erzählen, dass ich diese Webseite... Ich hatte leider keine Grafiken von ihm bekommen. Dann habe ich einfach mit Photoshop... Er hatte das Photoshop-Plugin programmiert. Ich hatte das Plugin nicht. Und mit Photoshop habe ich dann einfach selber mit Brightness und Farbanpassung... selber die Farben angepasst und verändert von irgendwelchen Häusern. Ja, und das Lustige war, die komischen Sachen haben es dann auch direkt ins Webdesign geschafft. Ohne sein komisches Plugin, weil das hätte man sich echt sparen können. Der hat also im Grunde genommen Humbug verkauft. Ich möchte jetzt nicht schlecht reden, war ein netter Kerl, aber als Chef eigentlich auch eine Katastrophe. Dann mussten wir in der Ausbildung, boah, das weiß ich noch. Ach Mensch, mit meinem alten Jugo-Kumpel damals. Ach Mensch, der ist inzwischen Vater, guter Mann. Da haben wir immer, ach Mensch, da haben wir mal gefeiert. Wir hatten viel Spaß auf jeden Fall. Ich komme ja vom 100. ins 1000. und erzähle die ganzen Sachen. Was wollte ich denn gerade sagen? Ja genau, da hat der Chef nämlich Hochzeit gefeiert. Und wollte zu diesem Zweck ein großes Hochzeitszelt aufstellen für seine ganzen Gäste und so weiter. Und das Tolle ist, dass wir ja nur Azubis waren und wir mussten dann... Also wir waren Softwareentwickler und mussten dann für ihn dieses komische Zelt da aufbauen. Und dabei waren so fern jeglicher Handwerksarbeiten, möchte ich mal sagen. Vor allen Dingen in dieser Größenordnung. Und den Tag hat es dann auch noch geregnet natürlich. Und wir wurden weder hingefahren noch abgeholt. Das heißt, wir mussten auch noch selber Taxi bezahlen, dass wir da überhaupt hinkommen. Oder Bus. Auf der Rückfahrt war es dann der Bus. Und das war einfach so eine Katastrophe. Das war so die Spitze auf dem Eisberg. Das war so der Tropfen, der das fast zum Überlaufen brachte.
Und ab dem Punkt habe ich dann gesagt, nee, pass auf, ich gehe zur IHK, ich wechsle meine Ausbildungsstätte, das bringt mir so überhaupt nichts, habe ich keinen Bock drauf. Naja, dann bin ich abgehauen, habe ich die Stätte gewechselt, so war das damals jedenfalls. Ist jetzt nicht sonderlich spannend, müsste ich konzentrierter erzählen, ohne Hunde hier einzulagern. So, jedenfalls, Ausbildung hat mir nichts gebracht, habe ich verkürzt, 2,5 Jahre und danach... Ja, da war ich tatsächlich arbeitslos, ich erinnere mich gerade. Ich bin ja in die Selbstständigkeit gestartet, eigentlich, weil ich arbeitslos war. Miau. Miau. So ein halbes Jahr habe ich rumgesessen, habe so Bewerbungen geschrieben. Ist nicht immer so einfach, was zu kriegen und man wird auch oft ausgestochen. Und wenn man so seine Vorstellung hat, in welche Richtung man gehen will, ich wollte damals zum Beispiel in die... Ich glaube, ich wollte Mediendesigner in der Werbung werden oder sowas. Ich glaube, ja, und da habe ich mich beworben, pipapo, und dann Bewerbungsgespräch, bis in die letzte Runde bin ich gekommen, aber einer war wohl besser und so geschieht es eben. Naja, jedenfalls, ja, was soll ich sagen, halbes Jahr habe ich dann rumgesessen, habe irgendwie nichts gemacht, außer meinen ALG kassiert und dann von der Ausbildung halt noch, glaube ich, wenn ich mich recht entsinne. Und dann war es mir zu blöd, weil ich kann nicht lange rumsitzen und nichts tun. Und dann habe ich mich selbstständig gemacht, weil ich dann zufällig durch Engagement in die Gaming-Branche geraten bin. Ich habe damals für ein Online-Rollenspiel, Meridian 59, das kam wieder nach Deutschland. Das war das erste deutsche Online-Rollenspiel, nee, das erste 3D-MMORPG der Welt war Meridian 59. Naja, oder 2,5D, wie es immer so liebevoll genannt wurde. Und das gab es eine ganze Weile lang, das habe ich gezockt ohne Ende und das kam dann wieder nach Deutschland. Und das, da habe ich gesehen, die hat eine neue Website und die sah so grausam aus, dass ich gesagt habe, Mensch Jungs, lasst mich euch doch mal eine Webseite machen als Dankeschön, weil ich das so gerne und viel gespielt habe. Und naja, so kam ich dann da rein in die Gaming-Branche. Ich wurde dann bei der Firma dann auch angestellt, also ja, pseudo-angestellt. Ich war aber noch selbstständig, weil das günstiger war damals für den Betreiber. Natürlich, wegen all der Nebenkosten. Boah, voll, also angestellte Vollzeit bezahlen ist übrigens eine sehr teure Angelegenheit übrigens. Muss man mal so nebenbei erwähnen. Das ahnt man gar nicht, was da so alles, Ja, jetzt komm doch mal mit, Katze, Mann. Ich warte doch die ganze Zeit auf dich. Ja, Mistvieh, komm rein jetzt. Rein hier. Blöde Kuh, Mann. Ja, auf jeden Fall bin ich darüber damals in die Gaming-Branche gekommen. Mit MDO Games war das damals. Haben wir Meridian gemacht. So, ja, da kannst du sitzen bleiben. Und dann haben wir noch andere Games lizenziert. Sind wir nach Paris geflogen? Ne, erstmal sind wir nach Pittsburgh geflogen und haben uns da Tale in the Desert geholt. Kemet hieß das damals. Ich weiß gar nicht, ob es das heute noch gibt. So, ich bringe jetzt erstmal den Klamotten weg. Und dann haben wir auch noch nach Paris sind wir geflogen, haben da auch noch Saga of Rhythm oder Rhythm lizenziert und dann ist das alles in eine GmbH übergegangen, MDO Entertainment GmbH. Naja, und so bin ich dann quasi in die Spielebranche gerutscht und mit Meridian 59 damals, da ist auch der Name Gronkh entstanden, weil ich meinen Spielernamen nicht mehr benutzen durfte, hatte ich ja schon ein paar Mal erzählt und musste ich mir halt einen ausdenken und das war dann halt der Name Gronkh. Und der hat nichts mit Gronkh zu tun oder mit irgendwelchen anderen Gronkhs. Später habe ich erfahren, es gibt eine Comicfigur namens Gronkh. Hatte wohl eine ganz kurze Randerscheinung bei, ich weiß gar nicht. Auf jeden Fall passt es halt. Das war halt damals so ein Troll, pipapo. 2 Meter, 2 Tonnen, 2 Fäuste. Das war die Support-Nachricht, immer der Food am Support-Nachrichten. Und, ja, das war sozusagen damals die Geburtsstunde von Gronkh. Das ist aber auch schon 1000 Jahre her. Und dass da jetzt sowas draus wird, das hätte ich weder damals noch zwischenzeitlich gedacht, als ich dann bei MDO auch weg war irgendwann. MDO selber gibt es inzwischen leider nicht mehr. Die Firma hat es dann nicht geschafft. Und warum und wieso, das ist auch wieder eine andere Geschichte, die aber auch gar nicht so unbedingt an die Öffentlichkeit gehört. So, muss man mal auch gesagt haben. So, lieber Uwe, falls du zuguckst, viele Grüße an dieser Stelle, ne? So auf die alten Zeiten.